Mahapadmasana ist ein Asana, das erwähnt wird im Rudrayamalam, aber nicht beschrieben wird, was genau damit gemeint ist. Padmasana ist jedenfalls der Lotussitz. Gib einen Fuß auf einen Oberschenkel, den anderen Fuß auf den anderen. Als Mahapadmasana könnte man entweder verstehen, dass du ganz aufrecht sitzt oder in Baddha Padmasana bist, also im gebundenen Lotussitz. Du gibst einen Arm von hinten an einen Fuß und die andere Hand von hinten an den anderen Fuß. Und so bist du dann in Mahapadmasana im großartigen Lotus. Wölbe dabei Brustkorb nach vorne und eventuell gib den Kopf in Mahakechari und schaue nach oben zur Decke oder auch in Jalandhara Bandha und habe das Gefühl, dass du auf großartige Weise deine alle Fähigkeiten entfaltest. Denn Padma, der Lotus, steht ja auch für die Entfaltung aller Fähigkeiten.